und herzlich willkommen zurück. Jawohl, das ist Folge, wenn ich mich jetzt nicht wirklich irre, was ich selten mache, es ist selten, dass ich mich irre, ist das Folge 97. Wie ihr seht, langsam bevölkert sich unser Platz ein wenig. Wir haben mittlerweile auch ein Schwein, ein Schaf. Das haben wir aus unseren, sag mal schnell, wir haben ja geangelt und da haben wir ja ein paar Sachen gefunden. Und da waren unter anderem Netze drin. Und. Ey. Und ein paar Bücher haben wir auch gefunden, genau. Projectile Protection. Sharpness 3. Das können wir nochmal auf unser Schwert packen. Protection 3. Blast Protection, Silk Touch. Sharpness 3. Müssen wir mal gucken, wenn wir Sharpness jetzt nochmal auf das Schwert packen, ob das eigentlich mehr wird. Das weiß ich gar nicht. Was haben wir hier? Protection und... Oh, da haben wir noch ein bisschen was. Ich war also wirklich ordentlich fischen. Und solche Netze, Safari-Netze, habe ich gefunden. Rausgeholt zwischendurch. Und fand ich gar nicht so schlecht, ja. So, wir können natürlich auch... ich weiß, dass man das automatisieren kann. Aber das hatte ich jetzt nicht vor. So, Unbreaking haben wir Luck of the Sea. Lure. Das war, glaube ich, die gute oder das war die gute, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir genug gefunden, also genug Fishing-Rotz, um, ja, achso, ich wollte ja gucken, wegen Sharpness, hups, was mache ich denn da schon wieder? Wir werden noch einen mit Sharpness, genau. So, gucken wir mal, ob wir das Schwert noch einen raufkriegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, nö, kriegen wir nicht. Wieso nicht? Das finde ich jetzt aber schade. So, hier müssen wir noch... Ah ja, genau. Wir müssen mal eben gucken, ob wir jetzt genügend Dings zusammen haben. Für unsere... Oh, die behalten wir mal eben. Ach Quatsch, können wir gleich noch neue nehmen. Wir gucken mal eben, ob wir jetzt genügend hier zusammen haben. Wie heißt das denn nochmal? Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am Überlegen. Ich komme jetzt echt nicht drauf. Richtig, Zuckerrohr, damit wir noch ein paar Blätter, ein bisschen Papier machen können. Ja, während ich nämlich angelte, ließ ich den Zuckerrohr wachsen. Was eine super Idee war. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir genug zusammenkriegen, dass wir zumindest mal unten unseren Raum fertig haben. Das wäre ja schon, also zumindest so weit fertig, dass wir genug Bücher dort haben. Ups. Ja, sehr schön. So, fahren wir mal eben dran. Längs. Ne, wo? Falls hier was runtergefallen ist. Ja. Ja, mitnehmen. Dann gehen wir nochmal hier oben her. Und, oh, gucken wir eben. Ob wir das nicht da auch noch finden. Da was runtergefallen? Nope, da müssen wir auch mal zumachen mittlerweile. Also ich mache auch so manche Sachen so gar nicht, ne? 20? Nee, okay, 64, 54, okay. Oh, meine holden Schokobos, kommen immer mehr. Sehr schön. Nee, das ist nicht so schön. Lass mich mal da raus. Ich muss mal eben meine Tastatur anders hinlegen. Das ist hier, ich verkrampfe gerade. Ich den Arm so komisch halte. Ja, sind ein paar neue dabei? Nope. Aber 4-5 haben wir immerhin. Ein oben auf dem Dings. Unser Hirsch bleibt auch mittlerweile bei uns anscheinend. Wandert immer ein bisschen hin und her. Ja. Und unserer Schwein. Ach, wir haben nur noch zwei. Gucken wir, was die Grünen ergeben. Gar nichts. Jetzt sind sie blau. Ja, das ist nicht so günstig. Irgendwas funktioniert hier schon wieder nicht. Was ist da denn los? Das ist aber anders geplant hier, meine Herren und Damen. Habe ich noch Holz dabei? Nee, aber ich habe ja mein Crafting Table dabei. Das ist ja auch nicht schlecht. Ach Quatsch. Mann. Was ist, wenn ich Kacke mache, wenn ich ganz ehrlich bin? So, haben wir noch ein bisschen Papier? Können wir alles verballern. Das ist ja nicht so schlimm, weil wächst ja nach. So, da müssten wir jetzt eigentlich genügend Bücher zusammenkriegen, meiner Meinung nach.
bisschen was haben wir. Wir können das ja später noch. Wir haben. Haben wir da noch genug Leder? Burlap haben wir noch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, das war falsch. So, machen wir das hier hin. Und jetzt Jibbit Bücher. So, müssen wir mal gucken. Wie viele Bücher haben wir denn jetzt zusammen? 42. Drei brauchen wir. Jetzt müssten wir wieder Mathematik beherrschen. Was wir natürlich nicht machen. Ich muss mal eben gucken, habe ich überhaupt die Monster wieder an? Nee, ich bin auf Peaceful. Das ist auch nicht so schön. Ja, ich mache das immer für die, die vielleicht zum ersten Mal heute zuschauen. Ich gehe immer auf Peaceful, wenn ich zwischendurch einfach mal irgendwelche Dinge mache oder nachschaue oder überlege, ah, das musst du noch machen, weil zwischendurch vergisst man die Sachen einfach mal. Okay, das ist jetzt nicht viel Holz. Machen wir nochmal. Ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Hab ich doch auch lieb. Ey. Ey, das war jetzt anders geplant. So war es geplant, genau. Supi, ja. So, jetzt müssen wir eben gucken. Gehen wir in unsere Bücher zusammen. Genau. Solltet ihr im Hintergrund laute Geräusche hören, Stimmen oder sonst was? Wieso macht er das nicht? Hallo? Es sind die Nachbarskinder, die sind wieder zu Hause und haben das dringende Bedürfnis. Also irgendwas funktioniert hier doch gar nicht. Jetzt ganz ehrlich, auch das mit dem Safari-Netz hat nicht geklappt. Die haben immer das dringende Bedürfnis, habe ich schon mal erzählt in einer anderen Episode, wo ich dann auch der Meinung war, das hört man, hat man aber zum Glück nicht gehört, weil ab und zu ist das Mikrofon doch gut eingestellt. Aber jetzt könnte man sie, glaube ich, hören, ja. Das könnte möglich sein. Das ist so eine nette Art. Die haben, glaube ich, Sprache ist bei denen nicht so stark entwickelt. Die sind, glaube ich, noch so ein bisschen, würde ich behaupten, im Zustand des Neandertalers. Vielleicht Cro-Magnon, man weiß es nicht genau. Und sind da wohl eher, also mit Lauten unterwegs, ja. Das ist leider so. Kann man, oh nee, komm. Das ist aber nicht so schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Können wir hier mal was verzaubern? Das ist ja bezaubernd. Entschuldigung. Ja, kann man Sättel eigentlich auch verzaubern? Nein. So, wir haben jetzt unheimlich viel hier drin. Ist das nicht unser Bogen? Unbreaking 3? Ne, wir haben noch einen besseren. Da, das wollte ich auch gerade sagen, genau. So, was war denn meine Lieblings- Unbreaking 3, Lure 2, Sea of the... Hier, genau, Luck of the Sea, Unbreaking 3, Boost. Okay. Was ist mit der? Lure 2, die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Können wir die denn verbinden, dass wir die eine wieder auffrischen? Oder geht das nicht? Too expensive. Wieso ist das too expensive? Ich finde das eine Frechheit. Wenn ich das möchte, hättest du dies zu tun. Das wäre jetzt mal so Sinn und Zweck der Aufgabe des Tisches. Oh. Ich glaube, wir sind voll. Haben wir denn noch Oakwood? Aber sicher. Haben wir zufällig... Habe ich nicht hier einen Tisch hingepackt? Ja, natürlich. Mal eben... Komm her. Dankeschön. So. Mal auf. Machen wir mal eben so. Wir haben nämlich eine mit... Die ist aber jetzt Lure... Unbreaking packen wir mal hier hin. Das ist die aktuelle, die ich benutzen kann. Den Bogen brauche ich. Hier habe ich auch Unbreaking 3 drauf. Nein. Unbreaking 1. Okay. Was mich immer ärgert ist, aber kann man die... Das habe ich auch mal. Xöhe. Aber wir haben kein Buch über. Das sind alles Dinge, die ich noch nie ausprobiert habe. Deswegen bin ich immer so ein bisschen... Also mit Sharpness funktioniert nicht. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Aber ich glaube, der hat genug. Ne? Also der ist bei... Oh, wir haben 13 Attack Damage. Das ist gut. Okay, was für was anderes? Oh, ich habe jetzt... ich habe jetzt gespuckt beim Sprechen. Das hat man zum Glück nicht gesehen. Gehen wir mal eben da oben rauf. So, dann nehmen wir mal die Luren mit. So, und dann machen wir eine Kiste mit... Bögen, genau. Der Bogen ist noch Unbreaking.
Hier haben wir, ach, ist jetzt egal, packen wir rein, ist egal. Wir finden immer genug und müssen gucken, dass wir die, nö, wo war denn jetzt die schöne? Da. Nee. War die das? Nee, das ist die, Lucky Friend, genau. Und die kriege ich nicht repariert. Jetzt ein Breaking Luck of the Scene Lure 2. Müssen wir nochmal gucken, ob das in irgendeiner Form doch noch klappt. Das wissen wir jetzt alles noch gar nicht. So, dann können wir zumindestens das rausnehmen. Ey, das war jetzt anders geplant. Dankeschön. So, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber ist ja okay. Ne? Wenn wir hier mal... Ich würde gerne die Bücher eigentlich in Regale packen. Das Blöde ist, wenn du die in Regale packst, das ist jetzt auch nicht schlimm oder bös gemeint, aber ist einfach so, dann haben die halt diesen schimmernden Effekt nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Nee, das war falsch. So, packen wir das. Wo ist jetzt unser richtiger Bogen? Das ist der. Den haben wir in der Lucky Box gefunden. Das ist, ja, deswegen, bei dem müssen wir aufpassen. Aber ich weiß gar nicht, die Bögen selber kann man, glaube ich, nicht zusammenpacken. Und dann ergibt es nichts. Ich glaube, man kann die so zu... Was ist denn da drauf? Power 3. Oh, Auto-Smelt. Flame Unbreaking. Power 4. Unbreaking 3. Okay, dann müssen wir einfach mal gucken. Das machen wir später nochmal. Das wird die eventuell... Komm, jetzt lass bitte genug Platz sein für die letzten zwei Bücher. Dankeschön. Und dann machen wir mal so. Was ich nicht wollte, aber ist okay. Ja, die brauchen wir, glaube ich, nicht, weil dieses... haben wir noch eine... Jetzt haben wir keine Kisten mehr, ne? Nee. Maha. Ja. Supi. Haben wir mal einen Fisch rein, ne? Putz den Fisch, mach den Fisch. So, machen wir Nummer 2. Aha, bin ja so ein Pfiffigen, ne? Das ist kaum zu... Ich weiß, es ist schwer, damit klarzukommen, aber es ist wirklich absolut genial. Ja, so. Also jetzt, was meine Pfiffigkeit... Das ist natürlich jetzt nicht wirklich... Das ist einfach nur provisorisch, damit wir Platz haben. Und hier haben wir dann noch Baumaterialien, richtig? Yep. Und ein Buch, genau. Jetzt können wir mal eben ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Was ich mir da so dachte, Unbreaking, Lure, Unbreaking 3, Unbreaking 2, Soulbound, Unbreaking 3, was haben wir hier? Sharpness, da könnten wir doch mal gucken, ob wir da Unbreaking 3 jetzt, ich habe das mal gesehen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Nö. Ah! Hä? Was mich ärgert ist, dass ich hier nicht, aber vielleicht kann mir das mal irgendwann einer erklären, hier nicht sehen kann. Es gibt doch auch, man kann doch auch die Zaubersprüche auf die, da muss ich nochmal gucken, auf die Dings packen. Packen wir das Buch hier. Nee, Buch packen wir zu Buch, sonst wäre das ja Quatsch. So, also kriegen wir das dann nicht runter. Und wenn ich jetzt ein... mal gucken. Aber da muss ich nochmal googeln, wie das genau geht. Ja, genau. Okay. Nehmen wir nochmal eben die... Komm, komm. Genau, haben wir nämlich schon mal ein paar. Essen wir mal eben ein Häppchen. Ja, supi. So, SafariNet Single Use. Genau, gucken wir mal, was wir denn da rauskriegen. Wenn wir jetzt ein Single-Use-Safari-Net machen. Und hopp. Oh, ein Schwein. Und was ist das? Eine Kuh. Und was Gelbes. Und noch eine Kuh. Schön. Wir haben zwei Kuhs. Oh, wir haben viele... Ups, Monster. Ja, diese... Entschuldigung. Die sind alle froh, dass wir wieder spielen. Die sind so glücklich. Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Dass du da leider sterben musst. Was mit ihm da hinten? Ja gut, der will nochmal... Ah, scheiße. Komm, ein bisschen höher.
Oh, jetzt haben wir wieder ins Wasser geschubst. Kriegen wir noch nicht Zoom? Oh. Nee, ein bisschen höher. Ja, das ist ja auch unangenehm. Wo ist denn Le Skeleton? Oh, voulez-vous hier mal. Voulez-vous hier Creeper mal töten? Oh, das ist jetzt auch peinlich, ja. So, dann haben wir das schon mal. Ich bin echt noch am Überlegen, ob ich das mit dem Infinity lasse. Also, ob ich mir noch einen neuen Bogen mache, weil so blöd es klingt, ich finde es ein bisschen blöd, dass wir jetzt unendlich Pfeile haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sinnvoll. Für den Fall, dass wir mal in Not geraten. Dass wir da... Ne? Genau. Ich habe, glaube ich, noch nichts Sinnvolles hier gemacht. Fällt mir gerade mal auf. So. Apropos nicht sinnvoll. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben ja jetzt hier unseren Enchantment-Table-Bereich. Und ich würde hier auch nichts anderes mehr reinpacken. Außer, dass wir uns irgendwas in Form von Regalen überlegen. Wo die... Dings, und dann müssen wir gucken, wenn wir den anderen Cobblestone haben, den weißen, den anderen Marmor, den man nicht schisseln kann, sondern den man nur kabbeln kann. Wir kabbeln uns mit dem Stone dann. Dass wir den hier reinpacken, weil ich hätte das gerne. Und dann machen wir die Decke dementsprechend, genau. Das ist ein CG. So, jetzt müssen wir aber noch eine Möglichkeit finden und da müssen wir mal eben... Wo sind wir denn? Ja, was haben wir denn? Wieso haben wir das nicht? Haben wir doch. So... Was wir gleich auf jeden Fall machen, ist Mülleimer. So, jetzt müssen wir überlegen, wo machen wir denn jetzt das Netator hin? Weil das müssten wir jetzt auch mal langsam anfangen. Ich habe überlegt, das gegenüber zu machen oder wir machen das hier. Dann haben wir hier unseren Enchantment Table, Netar, und dahinter machen wir später den Ether. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter, weil von wegen, weil so, ne, hier. Genau. Deswegen lassen wir das hier oben. Und wie haben wir das jetzt hier gemacht? Wir haben ab dem zweiten, glaube ich, runtergeschlagen. Weil den müssen wir lassen. Wow, danke. Ansonsten, freeze mal. Das ist schön, das haben wir noch gar nicht. Ich glaube, ich spiele gerade 20 Minuten. Und das Spiel hat sich noch nicht aufgehangen. Finde ich echt schade. In der Weile werde ich mal einen halbkalten Kaffee zu mir nehmen. Hi, hi, hi. Ja, da sind wir wieder zurück. Es gab dann doch einen kleinen Freeze hier. Der war ein bisschen heftiger. Keine Ahnung warum. Ich bin ja schon dabei, Geld zu sparen für einen etwas netteren PC. Aber ich habe halt keine 100 Milliarden Euro übrig. So, jetzt habe ich aber vergessen, was wir hier machen wollten. Zwischendurch habe ich mir noch einen leckeren Kaffee gemacht. Schönes Bütterchen gegessen. Für den Fall, dass das irgendjemand interessiert, was ich da gerade erzähle. Das ist Holz. Wow, ich habe das jetzt mal sehr überraschend gesagt. Ja, das war jetzt nicht so überraschend gemeint, wie es rüberkam. Wir lassen das Holz jetzt auch mal kurz hier. Genau. Oh gut, brauchen wir jetzt nicht. Die Bastelbank haben wir da unten. So. Dann haben wir, genau, Komatit. Und wir müssten doch eigentlich auch unseren Schissel dabei haben. Sei, jawohl. Deswegen liebe ich Backpacks. Du kannst immer wieder Sachen mitnehmen. Genau, das wäre auch das, was mich an der... So, ich glaube, normalen Kabel haben wir hier unten. Ne? Wir wollen jetzt nicht unbedingt... Genau, das machen wir in Kabel. Eine. Und... Aber in Schrägen. Genau, habe ich jetzt noch Schrägen dabei? Nee, das ist Burlap. Hups. Nee. Das ist natürlich jetzt äußerst schade. Aber dann können wir zumindest den Burlap wieder weglegen. Das ist auch nicht schlecht. Wir werden mal unser Schwert nehmen. Jawohl, unser Stahlschwert. Und da sind unsere Kuhs. Achso, ich wollte Papier und Burlap weglegen, ne? Genau, das war der Punkt, das war der Plan. That was the plan. Hör mal. Wie viel Papier haben wir denn noch da unten? 37. Ja, machen wir gleich jetzt, das ist jetzt egal. Wir warten noch, bis der Zuckerrohr ein bisschen weiter oben ist. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann können wir... Habe ich eigentlich alles für einen Schrott drin? Ja, den Schrott habe ich da drin, genau. So, können wir mal eben... Nüpper. Und nur noch.
Und wenn wir Nunnen sind, dann können wir jetzt anfangen. Jetzt haben wir die Schrägen vergessen. Wow. Ja. Und jetzt bin ich auch noch auf die falsche Seite gelaufen. Sag mal, Alter, das gibt's doch gar nicht. Also, wow. Wer eventuell den ganz, ganz alten Film kennt. Was ist jetzt los? Hallo? The Wizard of Oz? Ja, genau. Da gab es die... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ob das die Scarecrow war oder wer. Auf jeden Fall irgendeiner sang If I Only Had a Brain. Ja. Könnte der Titelsong zu meinem Leben sein. Ja. If I Only Had a Brain. So, was haben wir jetzt gesagt? Das da haben wir weggenommen? Nee, wie haben wir das denn jetzt gemacht? Okay, wir sind noch ein reingegangen, genau, richtig. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 und der vierte ist das, ne? 1, 2, 3. Das heißt, wir müssen ein tiefer und dann können wir die... Komm, sei lieb jetzt zu mir, dankeschön. Danke. So. Genau, dann müssten wir jetzt das da oben wegnehmen. Wo sind unsere ganzen Werkzeuge? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt einmal... Bitte lass da jetzt nicht irgendwie Wassereinbruch sein oder so. Oh nee, das ist ja supi. Oh nein. So, das muss weg. Oder? Hört falsch. 1, 2, 3. Ja genau, da müssen ja die... Kubles hin. Wir wollen die Eingänge ja zumindest von, also wenn wir hier rausgehen, sollen die ähnlich sein. Und dann müssen wir gucken, wie wir das dann mit so geschisselten Steinen machen. Oh. Das ist natürlich jetzt ungünstig für alle, die der Meinung waren, hoffentlich geht der nicht wieder buddeln. Ja. Doch, macht er. Also wenn das so nah liegt, ne, das Gute, dann muss man natürlich mal eben kurz und Kohle. Tut mir leid, kann man nicht einfach liegen lassen. Ist jetzt 1, 2, 3. Ja doch, ist richtig. Mann. Irritiere mich immer selber. Ich finde das sehr überraschend, dass ich das mache. So, und hier müssten dann die Schrägen jetzt rein, richtig? Dann, ja, aber nicht so. Den können wir nicht wegnehmen, ne? Nein, den können wir nicht wegnehmen. Was ist denn da? Ach, das ist unter dem Haus. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Mal eben. So. Aber da können wir dann kein Cobblestone hinpacken. Oder? Wir machen jetzt erstmal kurz die Schrägen dran, sonst komme ich wirklich ganz durch. So. Und da haben wir auch drei genommen, oder? 1, 2, 3. Jawohl. So. Das ist so richtig. Oder ist das tiefer? Nee. Das ist exakt, genau. Und dann gehen wir 1, 2 noch unge. Okay, dann müsste hier nochmal ein hin. Und dann müssten wir nochmal... Oh, wir haben genug Schrägen dabei, genau. Zwei Schrägen. So, und dann haben wir das genau wie drüben. Genau. Ja, ich weiß. Danke. Und dann... Können wir jetzt bauen, wie wir möchten, richtig? Jawohl. Ne, machen wir einen tiefer. Genau, eins. Da haben wir auch Fackeln zufällig dabei, sonst filme ich hier im Dunkeln. Was, glaube ich, nicht Sinn und Zweck von dieser, unserer Aufgabe ist. Boah, ist der klug. Hat erstmal hier schön auf R gedrückt. Boah, ist der klug. Schön das Inventar sortiert, weil wir vorsortiert hatten. Super, Junge. So, dann hätten wir nämlich das. Ja, das hätten wir. Das. Und das. Und dann hätten wir das. Das. Und das. Ich. So. Ups. Ja, passt doch. Bin ich jetzt mal. Ey, komm her. So, da gehen wir dann, glaube ich, eine längere Treppe runter, ne? Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Aber ist nicht schlimm, weil wir wollen... Hallo.
Ist ja nicht symmetrisch, Mann, oder? Eins, zwei, drei, vier. Nee, ist auch fünf. Okay. So. So, das hieße dann, oder würde heißen tun, können wir auch sagen. Dass wir das hier noch bekabbeln. Ja. Und das müssen wir tiefer setzen. Ne? Genau. Oh, das Eisen nehmen wir mit. Hallo. Ja, nur weil wir keine Rohstoffe wirklich... Was ist das denn für eine Nummer? Hallo. Nur weil wir nicht wirklich Rohstoffe farmen wollten, heißt das ja nicht, dass wir die hier liegen lassen müssen. Ja, ich weiß mal kurz stumm, weil ich gerade mal überlegen war, was ich hier eigentlich mache. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Außer, dass ich einen Raum für den Nether bauen möchte. Das ist so ein bisschen die Idee. Obwohl, das könnten wir mal... Ey. Achso, die habe ich ja weggeschmissen, ich Blödmann. So, können wir die mal eben... Mach doch mal eben zwei Fackeln hier hin, Junge. Das ist doch jetzt nicht so schwierig. So, machen wir jetzt die Dings da. Wir lassen mal ein Loch, weil ich habe gerade überlegt, die könnten ja hier eventuell später so eine Art Lämpchen machen. Dann muss hier noch einmal Le Kabel hin. Genau, dann machen wir hier nochmal 1, 2, 3. Dann haben wir hier einen längeren Eingang. Das soll ja sich auch ein bisschen unterscheiden von dem, was wir da drüben gemacht haben. Wäre jetzt Quatsch, wenn wir exakt dasselbe bauen. Wo sind wir jetzt? Also ist jetzt der Raum. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Machen wir mal 6, 7, 8, 9. Okay, gehen wir mal 9 tief. Und dann müssten wir 3 zur Seite jeweils, ne? Rüschisch. Ne, ab hier, oder? Ja, das ist richtig, ab hier. 1. Oh! Venomous Zombie Burned to Death. Das finden wir schade. Aber wir können jetzt nicht helfen. Wir bauen nämlich gerade ein Netherportal. Vielmehr einen Raum für ein Netherportal. Jawohl. Und wir haben Freezes. Auch das haben wir. Hey, oder? 1, 2, 3. So, dann gucken wir mal, wie groß der Raum wird. Wird der Raum groß genug? Aber sicher. Ja, wir haben natürlich keine Fackeln dabei. Was sinnvoll wäre, weil dann würde das Ganze hier nämlich heller aussehen. Sekunde mal, ich habe doch welche im Rucksack, oder? Oh ja, und ich habe sogar mein Helmchen. Aber das Helmchen lassen wir mal da, wo es ist. Nee, das war jetzt falsch. So, packen wir die Fackel mal am Boden, sonst haben wir, glaube ich, gleich das Problem, dass hier der Spawn an sich passiert. Das können wir schon mal einen runtersetzen. Das ist jetzt auch blöd, jetzt habe ich gerade die Fackel gesetzt, ich Doofkopf. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Also, nett finde ich ja, dass wir nebenbei ein paar leckere Rohstoffe finden. Das finde ich ehrlich gesagt mal gut. Das finde ich äußerst positiv. Dann müssen wir das Eisen gleich noch mitnehmen. Ja gut, tut mir leid, liebe Fackel. Ich hatte jetzt gedacht, ich mache was Kluges, aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, zwischenzeitlich in der Folge. If, hätte ich doch nur ein Hirn. Ja, da dies aber nicht vorhanden war und bei Geburt nicht lieferbar, haben wir halt keins. Ne? Müssen wir jetzt mit leben und machen wir wieder dunkel. Richtig. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Weil das bleibt ja auch so. Genau. Danke. Sehr gut. Okay, dann können wir mal eben hier rein. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt im Moment freezen. Und ja, beende die Folge einfach mal hier im Freeze. Vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Fahr den Computer nochmal runter, guck mal, was passiert. Wenn es euch gefallen hat, war jetzt eine etwas ruhigere Folge, in der wir nicht ganz so viel gemacht haben. Oh, ich kann wieder. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wenn ja,
gibt ein paar Folgen mehr. Vielleicht kann man ja mal reingucken. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal in der einen oder anderen Minecraft-Folge. Auch wenn, wie jemand mal schrieb, die Grafik ist nicht so gut. Ja, so ist das nun mal eben. Ne? Kann nicht immer alles top sein. Manchmal muss man mit dem leben und auskommen, was man hat. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich nehme mal die Kohle mit. Ja, ich bin ein Held. Und sag, ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön und gute Abend. Tschüss. Danke. Okay.